setzt Pikachu die Attacke Verzweifle ein. Verzweifle ist eine Attacke, die Pikachu Schaden zufügt und den Gegner. Also quasi ja so eine Selbstmordattacke. Gut, bei Level seht ihr die Anzahl von Erfahrungspunkten, die Pikachu bis Level 7 braucht, also bis zum nächsten Level. Es sind 82. Und oben seht ihr die P-Punkte, die Pikachu insgesamt hat. Das sind 261. Okay, dazu ist jetzt echt alles gesagt jetzt. Gehen wir mal zu Item. Hier werden die Items angezeigt, die wir haben. Momentan haben wir zwei Items. Also drei Tränke und eine Karte. Die kann man auch im Kampf einsetzen und außerhalb des Kampfes. Okay, hier wird unsere Trainerkarte angezeigt. Trainer Rot, also Informationen über uns. Geld haben wir 3175, das brauchen wir, um Items zu kaufen oder in die Safari-Zone zu gehen oder andere Sachen. Und unter dem Geld seht ihr die aktuelle Spielzeit. 0 Stunden und 28 Minuten haben wir schon gespielt. Und unten seht ihr die Orden. Der erste ist Rocco, die zweite ist Misty, dritte Major Bob, vierte Erika, fünfte Koga, sechste Sabrina, siebte Pio und der achte ist ein unbekannter Trainer, den niemand kennt. Gut, hier kann man das Spiel speichern, das werde ich allerdings nicht einsetzen, da wir hier Save States haben. Das mache ich auch gleich mal. Aber ich zeige es euch trotzdem mal. Also sichern. Möchtest du das Spiel sichern? Ja. Gut, beim Sichern wird auch ein paar Informationen über uns angezeigt. Okay, Moment, jetzt muss ich wieder aufrufen, das Hauptmenü. Jetzt hier sind die Optionen, da kann man verändern. Das habe ich auch anfangs schon eingesetzt, wie Texttempo, Kampfanimation, Kampfstil, Sounds, weiß ich gar nicht, was das ist. Ah, Kopfhörer, okay. Ah, ja, jetzt höre ich es auf meiner rechten Box und jetzt auch... Ne, Quatsch, jetzt höre ich es auf... Hier höre ich es auf meiner linken Box und hier auf meiner rechten, okay. Ich mache aber Mono. Ich mache Mono. Stereo gibt's hier nicht, oder? Nö. Drucken, weiß ich gar nicht, was es ist. Das ist das Einzige, was ich bis dahin noch nicht weiß von Pokémon. Okay, soweit ist alles gesagt. Jetzt kann unser Abenteuer beginnen. Na, Pikachu, wie geht's dir? Er ist immer noch sauer auf den Wärter. Okay. Oh mein Gott, Überfall. Es ist ein Taubsi. Taubsi ist vom Typ Normal und Flug. Okay, jetzt sage ich euch was zu den Typen. Jede Attacke hat einen Typ. Die Attacke Donnerschock ist eine Attacke vom Typ Elektro. Und Rotenschlag und Hot sind ein Typ Normal. Elektro ist sehr effektiv. Also, Pikachu hat auch einen eigenen Typ. Und zwar ist der Typ von Pikachu Elektro. Jedes Pokémon hat einen Typ. Der Typ von Pikachu ist Elektro. So, der Typ von Taubsi allerdings ist vom Typ Flug und Normal. So, und was machen die Typen jetzt? Jeder Typ hat eine Schwäche. Die Schwäche von Flug, also Taubsi, ist Elektro, Eis und Gestein. Gut, und wenn eine Elektroattacke ein Flug-Pokémon zum Beispiel angreift, wo vom Typ her benachlässigt ist, wird die Attackenstärke verdoppelt. So, es gibt aber auch Pokémon, die zwei Typen haben und eine vierfache Schwäche. Wie zum Beispiel, Moment, muss mir jetzt überlegen, Kleinstein. Kleinstein ist vom Typ Normal und Boden. Und die Schwäche von Normal und Boden sind beide Pflanze und Wasser. So, wenn jetzt eine Wasserattacke des Kleinstein angreifen würde, wäre der Attacke viermal so stark. Das heißt, sie zieht das Vierfache von der normalen Stärke ab. Okay. Dann gibt es noch die Heuler- und Rotenschlagattacke. Heuler hat die Fähigkeit, sie senkt den Angriffswert des Gegners. Das heißt, die Attacken des Gegners werden nicht mehr so stark. Dann gibt es noch Rotenschlag, das schwächt die Verteidigung des Gegners. Das heißt,
Er kriegt mehr Schaden, wenn er angegriffen wird. So, jetzt setzen wir Donnerschock ein. Und die Attacke wird doppelt so sehr effektiv sein. Das werdet ihr jetzt sehen. Wie ihr seht, ist die Attacke sehr effektiv. Das liegt daran, dass Taubsi ein Flug-Pokémon ist. Und Donnerschock eine Elektro-Attacke war. Und Elektro ist gegen Flug sehr effektiv. Und das heißt, Taubsi ist tot. Nach jedem Kampf kriegt das Pokémon Erfahrungspunkte und wird dadurch stärker. Gut, ja. Jetzt laufen wir weiter zurück nach Fertania City. Da, 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 da. Willkommen in dem Pokémon Center! Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit! Sollen wir deine Pokémon heilen? Na, selbstverständlich! Deswegen bin ich doch hier! Mann, mach hinne! Danke, deine Pokémon sind wieder fit! Komm jederzeit wieder vorbei! Das werde ich, das werde ich. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center! Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos! Marcel Davis, kostenlos! Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Das weiß ich, das weiß ich. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Gut, auf dem PC können wir Pokémon lagern. Das heißt, man kann sie verstauen, wenn man sie nicht mehr braucht, und dann wieder abholen. So. Da wir aber momentan nur eins haben, können wir keine anderen ablegen. Gut, hier können wir unsere Items lagern auf dem PC vom Rot. Da haben wir auch vorhin einen Trank rausgeholt. Und ja. Hier ist der Eis-PC. Hier kann man schauen, wie gut der Pokédex ist. Also wie viele Pokémon man gefangen hat oder gesehen. Du hast doch eine jede Menge Arbeit für dir. Suche im hohen Gras nach Pokémon. Ja, momentan ist er nicht sehr begeistert, weil wir momentan nur 4 Pokémon begegnet haben. Aber später, wenn man 100 begegnet sind oder fast alle, dann wird er schon staunen. Alles klar, unsere Pokémon sind geheilt und es kann weitergehen. Auf dem Markt kann man sich nützliche Items immer kaufen. Ja, oder verkaufen. Kaufen wir uns eben diesmal einen Pokéball, oder sag mal 5. Mit Pokébälle können wir andere Pokémon fangen. Das ist jetzt sehr nutzvoll, weil wir momentan nur einen Pikachu haben. Wir brauchen mehr. Gut. Ah, bist du immer noch so grantig? Ich schleich mich mal an den vorbei, wenn er zu seiner Tante da schaut. Ach, scheiße, er hat mich gesehen. Endlich habe ich meinen Kaffee bekommen. Natürlich darfst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so vorhin grob zu dir war. Wie ich sehe, besitzt du einen Pokédex. Als kleine Wiedergutmachung zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. Okay, dann zeig's mir mal ruhig. Ein Ratfratz. Ein normal Pokémon. Greis, setz Pokémon. Okay, dann zeigt er mir mal, wie man Pokémon fängt. Aha, okay, so weckt man also Pokémon. Sehr informativ. Es funktioniert nicht. Ich bin aus der Übung. Und Pokébälle habe ich auch keine mehr. Ich muss mir im Pokémon-Supermarkt neu besorgen. Und das macht er jetzt auch, was? Wenn ich zum Einkaufen nach Mario City möchte, muss ich immer durch den Fertania-Wald gehen. Tja, so ist das Leben. Tipps für Trainer. Fange Pokémon, um deine Sammlung zu erweitern. Je mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Da 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 da. Route 2 nach Fertania, von Fertania City nach Mario City. Ich frage mich, wie wir darüber können.
Ah, da liegt ein Item. Item werden in dem Spiel als Bälle angezeigt. Da ist ein Item. Und da auch. Oh mein Gott, so viele Items gibt's hier. Okay, was gibt's hier für Pokémon? Ein Taubsi, das kennen wir. Schwäche von Taubsi ist Donnerschock. Deswegen kommt der Donnerschock. Und zudem, weil Donnerschock nur die einzige Attacke ist, die angreifen kann. Also momentan haben wir nicht sehr viele Möglichkeiten, was Pokémon angeht. Du gehst in den Vertania-Wald, sei auf der Hut! Dort verläuft man sich leicht. Okay, danke für den Hinweis. Um neue Arten von Pokémon zu finden, musst du durch das ganze Land ziehen. Bereits hinten im Vertania-Wald findest du andere Arten. Oh mein Gott. Die Pfeile zeigen doch irgendwas. Tipps für Trainer. Geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Sind sie bei Kräften, können sie fliehen. Danke, ich weiß. Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Hä, da ist doch was. Hier, da, ich hab's genau gesehen. Hehehe, Gegengift. Und... Hallo, hast du ein Pikachu bei dir? Ja, hab ich. Oh mein Gott, sie will kämpfen. Göre möchte kämpfen und sie setzt einen Nidoran weiblich ein. Vom Level her ist sie immer ausgeglichen, aber sie hat einen Pokémon noch zusätzlich. Das heißt, der Kampf wird sehr schwer werden. Okay, nochmal, setze ich roten Schlag. Wobei. Nee, das bringt nichts. Nee, das bringt nichts. Roten Schlag setzt nur, senkt nur die Verteidigung, aber. Donnerschock ist eine Spezialattacke. Und ja. Nidoran ist paralysiert. Gut. Zack. Du bist tot! Donnerschock. Und Level 7. Ruckzuckieb? Nee, doch nicht. Und jetzt kommt das männliche Nidoran. Aber erst heilen wir Pikachu, weil ich Angst habe, dass es drauf geht. Und Donnerschock. Nochmal, Donnerschock. Und die Hälfte ist schon down. Nidoran männlich sind unsere Verteidigung. Oh, das müsste viel abziehen. Ah, doch nicht. Ja, okay, das war nur einmal Silberblick. Und noch ein Volltreffer. Volltreffer ist es so, dass die Attacke doppelt so stark ist. Das passiert allerdings nur durch Glück, dass es kommt. Pikachu ist so süß. Rot gewinnt 90 Pokédollar. Nach jedem Trainerkampf kriegen wir Geld. Das ist ziemlich vorteilhaft. Ein Saftkorn! Saftkorn. Saftkorn kann nur Härtner. Und ist deshalb keine leichte... was rede ich hier? Ist deshalb eine leichte Beute für uns. Er erhöht zwar seine Verteidigung, aber Donnerschock ist eine Spezialattacke und daher scheißt Pikachu quasi auf den Härtner. Und Pikachu lernt Donnerwelle. Paralysiert den Gegner. Und hier ist noch ein Item. Ein Pokéball. Damit haben wir 6. Oh, ein Raupi. Ich glaube, das fange ich mir. Oh, Volltreffer. Sehr schön. Gut. Mit einem Statuswert ist es leichter, ein Pokémon zu fangen. Deswegen paralysiere ich es jetzt noch zusätzlich. Ja, Fadenschuss senkt nur unsere Initiative. So, und jetzt schmeißen wir unseren ersten Ball und hoffen, dass es funktioniert. Yeah. Raupi wurde gefangen. Für Raupi wird ein Eintrag im Pokédex angelegt.
Berührt man die Fühle auf dem Kopf dieses Pokémon, so sondert es einen ekligen Geruch ab. Gut, das ist jetzt ein Eintrag im Pokédex. Pokédex wird auch die Größe angezeigt, also Raupi ist 30 cm groß und wiegt 2,9 Kilo, das ist ziemlich leicht. Möchtest du Raupi einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Ich bin nicht so der Fan von Spitznamen. Trainieren wir mal das Raupi. Allerdings muss ich zuerst noch ins Pokesender zurück, aber das werde ich rausschneiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Servus! Hier bin ich wieder bei Pokémon Gelb! Und wir haben jetzt, wie gesagt, ein Raupi gefangen. Ach, verdammt, ich muss mich wieder mit der Steuerung ein bisschen zurechtfinden. Nur einen kleinen Augenblick noch. Wo ist Start? Ah, okay, ich habe Start gefunden. Erstmal weg mit der Maus. Gut, jetzt muss ich die Tastatur zurecht. Okay, weiter geht's. Und Pikachu, wie geht's dir? Pikachu? Ja, es kriegt langsam eine Zutrauung gegenüber uns. Und wir werden angegriffen, ein Saffron. Sehr schön. Ich habe eine Vorspulfunktion, weil die werde ich jetzt brauchen, um Raupi zu trainieren. Na, jetzt... Hä? So, das dauert jetzt ein bisschen. Denn Raupi soll ja leveln. Okay. Verdammt! Mir sind die Pokébälle ausgegangen! Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben. Okay, was steht hier auf dem Schild? Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe im hohen Gras fern. Okay. Wieder was gelernt. Was willst du? Hey, du hast auch Pokémon? Los, lass uns kämpfen. Oh oh. Ich habe Angst vor seinem Käfer. Nee, Spaß. Ja, typischer Beginn für einen Käfersammler wie er. Ein Raupi. Allerdings Level 7 ist es höher als unseres. Ich gehe davon aus, dass seins schneller ist als uns. Deswegen setze ich Fadenschuss ein, um... damit wir halt zuerst angreifen können. Deswegen kommt jetzt Fadenschuss. So, es müsste reichen. Jawohl, jetzt greifen wir zuerst an. Und nochmal Tackle. Ah, okay, jetzt müssen wir als Konter auch Fadenschuss einsetzen, weil er unsere Geschwindigkeit gesenkt hat. So, jetzt sind wir wieder die Schnellen. Aber ich mache nochmal Fadenschuss, falls er noch einen Fadenschuss gegen uns einsetzt. Was sich jetzt auch zeigt. Gut, dann setze ich nochmal eins ein, damit wir einen Fadenschuss als Reserve noch übrig haben. Also, ja, einen Initiativpunkt quasi. Gut, sein Tackle ist stärker als unseres, weil... er ein höheres Level hat als wir. Ja, Fadenschuss. Aua. Wechsel. Das wird mir jetzt zu blöd. Los, Pikachu. Donnerschock. Und tot. Volltreffer sogar. Sehr schön. Und Level 6. Ja, und wen wundert's, noch ein Raupi. Ich will Raupi leveln, deswegen... kommt Raupi als Reserve. Ich werde es aber allerdings sofort wieder austauschen. Nein, kein Item. Austauschen und wieder Pikachu anstelle von Raupi tun. So. Und Donnerschock. Ja, und Donner. Na, jetzt. Ah, oh, Donnerschock. Ach komm, diese paar KP. Nee. Ich habe mir schon gedacht, ob ich Raupi einsetzen soll und es dann killen soll. Quasi zum Spaß, aber das wäre nur eine Zeitverschwendung. Euch würde es wahrscheinlich nerven, glaube ich. Oder? Habe ich recht, hä? Ah, Raupi hat es nicht geschafft.
Da, 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 da. Servus, du da. Hey, ein Pokémon-Trainer. Steht sie nicht so einfach davon? Ach ja, das ist in der gelben so. Also in den anderen Editionen ist es nicht so, dass in dieser Edition so ist, dass dass die Musik kommt, wenn man sie anspricht. Also ja, also Trainer, die kriegen ja immer eine Musik, wenn sie einen gesehen haben. Und wenn man sie anspricht in dem Fall, dann kommt die Musik hier in dieser Edition erst, wenn der Kampf beginnt. In den anderen Editionen ist es anders. Wenn man die Trainer in anderen Editionen anspricht, dann kommt sofort die Musik und dann der Dialog. So. Ja, Raupi, komm. Pikachu, einmal noch und dann wechseln wir wieder. Ja, Volltreffer. Donnerschock. Tot. Und ein Safcon, das kann, glaube ich, Raupi machen, wenn es noch genug AP für Tackle übrig hat. Raupi. Und ich spule wieder vor. Na, jetzt. 8 AP, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und... Oh, reicht nicht. Aber soll ich es bis zum Verzweifeln machen? Ja, komm, wir haben Zeit. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So, und das passiert jetzt, wenn ein Pokémon keine AP mehr ansetzen, keine AP mehr hat. Er setzt die Attacke Verzweifler ein. Schadet den Gegner und sich selber. Ja. In dieser Edition ist es allerdings so, dass die Attacken des Gegners immer unendlich sind. Das heißt, der Gegner wird nie Verzweifler einsetzen bei seinen Attacken, weil er seine Attacken so oft einsetzen kann, wie er will. Und Raupi hat Level 7, das heißt, Raupi entwickelt sich zu Safcon. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Raupi entwickelt sich. Safcon. Ja, mein Mic war ganz genau. Und Safcon Lanterna. Die Attacke kennen wir sehr gut, aber jetzt kann Raupi kein Safcon kein Verzweifler mehr einsetzen. Weil Safcon jetzt Härtner gelernt hat. Das ist natürlich scheiße. Ich renne mal schnell mit Speed ins Pokécenter. Na, Speed-Taste. Uiuiui, ging das jetzt schnell. Uiuiui. Und wir sind fast wieder da. Zack. Na, ich spiele am besten gar nicht mehr. Weil das hat Auswirkungen auf die Spielzeit. Und ich will schon die Spielzeit ich will schon eine richtige Spielzeit haben. Nee, dass es irgendwie gefälscht ist oder so. Nicht wahr, Pikachu? Pikachu stimmt mir voll und ganz zu. Ja, das Shit haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Da 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 da. Und rein in den Fatania-Wald. Haben wir mit euch schon gesprochen? Ja, haben wir, okay. Und mit dir? Haben wir mit dir schon gesprochen? Du gehst in den Fatania-Wald, sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Ja, okay, mit der haben wir schon gesprochen, genau. Da, 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 da. Laufen wir mal spaßeshalber durchs Gras. Um unser Safcon ein bisschen zu pimpen. Safcon, Safcon, Tackle, Oh, Safcon wird verletzt. Aua. Safcon setzt Tackle ein. Raupi benutzt Fadenschuss. Nerv nicht. Kennst du eigentlich die Folge von der Super Nee? Da gibt es so einen Typ, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Philipp, glaube ich, heißt der oder so. Der sagt auch, nerv nicht. Piss dich, Alte. Verpiss dich aus meinem Leben und so.
Kann man sogar auf YouTube anschauen. Ich habe diese Folge auf YouTube gesehen. Also einfach mal eintippen, Super Nanny und ja, dann wird's schon kommen, falls ihr euch dafür interessiert. Also ich habe es mal angeschaut aus Langeweile. So. Ja, und Safcon leistet gute Arbeit. Da 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 da. Okay. Pickel. Und tschüss. Den haben wir schon ausgeschaltet, jawohl. Tipps für Trainer. Du kannst jederzeit deinen Pokédex vom Professor Eich via PC bewerten lassen. Ein Tragenkampf hat Rot gefunden. Gut, laufen wir andersrum mal. Weil ich glaube, dass es hier ein Item gibt. Na, gibt's wohl keins, okay. Da, 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 da. Ich liebe die gelbe Edition. Ich will's am liebsten heiraten. Taubsi. Ein Vogel. Taubsi kann Windstoß. Windstoß ist in dieser Generation allerdings eine Normalattacke, deswegen lass ich Safcon kämpfen. Nicht nachmachen ab der späteren Generation. Ah, da kommen Erinnerungen auf bei dem Sound von Windstoß. Der habe ich früher sehr oft verwendet, wo ich mein Taubsi trainiert habe. Da habe ich auch immer gegen andere Safcons gekämpft und da habe ich die Attacke... habe ich mir irgendwie angewohnt. Also, ja, der Soundmäßig, und das habe ich dann allmählich gefunden, den Sound zu mögen. Aber dieses Taubsi kann nur Windstoß. Momentan in Level 5 lernen Taubsi Sandwirbel. Aber jetzt hat Level 4. Jetzt könnten wir es fangen, aber nee, ich habe auf Taubsi jetzt keinen Bock. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Safcon. Okay, wie viel EP braucht Safcon noch bis Level 8? 29. Das heißt... ich will aber nicht speeden. Ich will nicht speeden. Ach, wisst ihr was? Ich setze Pikachu als Unterstützung ein. So, Pikachu. Donnershock. Pikachu kann es auch ruhig killen, weil Safcon haben wir ja schon eingesetzt. Und tschüss. Hey, Pikachu hat ein Level up, okay? Level 9. Pikachu lernt Druck zu keep mit Level 12, glaube ich. Safcon. Oh man, das hat man schon, das ist dieses Spielchen. Wechsel. Und Donnershock. Zack. Da, da, da. Level 8. Nach 2 Level, dann entwickelt sich Safcon wieder. Na komm, wir können uns ruhig Zeit lassen. Wir müssen unser Safcon eh noch entwickeln. Weil mit Pikachu allein kommen wir gegen den nächsten Arenaleiter nicht an. Weil der nächste Arenaleiter, der setzt Stein-Pokémon ein. Und Gestein und Boden, genau gesagt. Und Pikachu kann mit seinen Elektroattacken nicht gegen den Bodentyp antreten, weil Donnershock gegen Bodenattacken nutzlos ist. Das heißt, wenn Pikachu Donnershock auf ein Boden-Pokémon einsetzt, kriegt der Gegner keinen Schaden und es passiert nichts. Also, ja. Deswegen ist Pikachu gegen den nächsten Arenaleiter einzusetzen dumm. Deswegen brauchen wir jetzt ein starkes Pokémon. Ich denke, wir sollten uns ein Smetbo holen. Denn Smetbo lernt nach seiner Entwicklung Konfusion. Und das ist sehr gut gegen den Arenaleiter Rocco. So heißt er nämlich, Rocco. Habe ich auch, wo ich klein war, immer gemacht. Ich habe es immer geliebt, da mein Smetbo zu trainieren. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Fang nur wilde Pokémon.
Ja, und das werde ich euch gleich zeigen. Und zwar kann man keine Trainer-Pokémon fangen. Nur wilde.